Hallöchen Leute, euer Tons 89 mal wieder hier. Ich habe wieder was bekommen, also ich habe was bestellt und jetzt ist es da und ich habe es mir letztes Jahr nicht bestellt, ich habe es mir vorletztes Jahr nicht bestellt und dieses Mal schon. Es ist ein kleines Paket von Decca Brands, wer das nicht kennt, eine englische Firma. Den Inhalt kennt ihr auf jeden Fall. Also wer schon mal bei der Seite bestellt hat, weiß, was das ist. Außerdem werde ich es da wahrscheinlich im Titel drin stehen haben, was es ist. Aber ich packe das jetzt erstmal schön aus. Oh, ich stelle hier meine Deko. Oh, da ist es schon. Einmal haben wir hier einen wunderschönen Umschlag. Das finde ich so geil bei diesen Designern. Premium Business steht da sogar drin. Dass man immer nicht einfach nur so eine blöde Rechnung bekommt, sondern etwas richtig Schönes. Das ist der wahre Rücklieferschein dabei. In einem wunderschönen Umschlag. Und hier ist auch schon... Ach, doch recht schwer. Ich gedacht, es ist ein bisschen leichter. Wie immer. So, dann haben wir hier einen wunderschönen Karton von UGG Australia. Und ja, die kommen aus England. Da steht zwar Australia drauf, aber England. Dann machen wir das Ganze mal auf. Wunderschön, einfach wunderschön. Dann haben wir hier To Die For, das Echtheitszertifikat und, oh Gott, das sind sogar drei Zettel, normalerweise sind es zwei. Pure, UGG Pure. Oh mein Gott, das ist so schön, sowas auszupacken. Ich liebe Designer-Sachen. Das ist so wunderschön. Dann habt ihr hier das Papier mit UGG. Einmal. Einmal, dreimal, wow, da haben wir den schon. Ich muss das wieder abstellen. Ja, auf meinen Burberry-Schal. Hier einmal ein wunderschöner Ackboot. Viele werden jetzt sagen, voll hässlich und auch wie scheiße. Aber es sind Ackboots. Ich habe endlich Ackboots. Ich musste sie mir kaufen, auch wenn sie teuer sind. Ist auch so geil, dass da alles drin ist, dass die in Form bleiben. Die sind auch innen drin schwarz. Ich muss das erstmal hier rausbekommen, wenn man es schafft. Und ich habe sie erst bestellt in 45,5. Dann hieß es, haha, war gar nicht mehr auf Lager. Und dann musste ich sie mir nochmal kleiner bestellen. Ich probiere sie direkt mal an, weil ich weiß wirklich nicht, ob sie passen. Ich hoffe es natürlich. 44,5 war eigentlich, ist 44,5 genau meine Größe. Einmal rein. Einmal rein, einmal drin und sie passen. Das ist schön. Dann gucke ich mal direkt nach dem anderen. Ja, mein Mann hat ja gehofft, dass sie nicht passen. Deswegen. Und da ist auch der andere. Und das nicht diese Standarddinger. Also dieses, das hier ist Glattleder. Wenn ich richtig gelesen habe, ist das Hirschleder. Ich weiß, es ist ein Tier. Und innen drin ist Lammfell. Ich weiß, ich bin ein schlechter Mensch. Aber ab und zu kann ich nicht anders. Ich habe ja auch meine Lammledertasche von Fritz Bruder. Viele werden mich dafür hassen. Ich selber hasse mich dafür jetzt gerade nicht, weil es einfach so wunderschön ist. Das ist, oh, die fühlen sich so toll an. Und es ist schön. Und es sind original UGG Boots. Leute, ich würde sagen, kauft euch die nicht, weil die kosten 270 Euro. Aber wenn man sie so an der Füße hat, sind die schon voll geil. Ich muss einfach das nochmal anprobieren. Ihr werdet natürlich wieder Outfit-Bilder bekommen. Oh mein Gott, sind die geil. Oh ja, die behalte ich auf jeden Fall. Ich habe ja zu Björn gesagt, ja, ich bestelle die nur einfach mal zum Angucken, dass ich wenigstens mal echte UGG-Boots in der Hand hatte. Und an den Füße, aber die sind Hammer. Ich finde die richtig geil. Es gibt sehr wenig Kerls, die UGG-Boots haben oder auch Emo-Boots oder Beerpaws. Jetzt gibt es einen mehr. Ich bin mega glücklich damit. Wie gesagt, die Schuhe kosten 270 Euro. Das ist ein extrem stolzer Preis, aber das sind halt Glattleder. Das sind nicht diese Standarddinger. Die kosten, glaube ich, 230 Euro. Die für Mädels und so. Und ja,
Das sind jetzt die normalen mit 22 Meter hohem Schaft. Wie gesagt, Hirschleder, Glattleder, ultra geil verarbeitet natürlich. Und ich kann euch noch mal ein paar Details zeigen, wenn ich rauskomme. Oh, sie sind so schön, unglaublich schön. Hier habt ihr diese extrem sauber verarbeitete Nähte. Ich habe auch schon, ich weiß natürlich wieder alles darüber, wie die gegründet wurden, wann, wo, warum. Die wurden ursprünglich ja auch als Surfer-Schuhe entwickelt. Wenn man vom Surfen kommt, kalte Füße hat, rein da und gut ist. Aber mittlerweile sind sie High-Fashion-Schuhe und sie sind wunderschön. Und es werden mich echt Leute dafür hassen, dass sie diese Schuhe jetzt haben. Weil ich liebe diese Dinger. Oh mein Gott, die sind voll toll. Oh, endlich neue Schuhe. Und es kann gar nicht früh genug jetzt Winter werden, weil jetzt habe ich wunderschöne Ugg-Boots. Und werde sie nie wieder hergeben. Sie sind einfach wunderschön. Ja, wer von euch hat auch Ugg-Boots? Bestimmt viele. Es gibt bestimmt ganz, ganz viele, die Ugg-Boots haben. Es gibt auch bestimmt ganz viele, die diese Ugg-Boots von Primark für 10 Euro haben. Kauft die bitte nicht. Kauft euch wenigstens welche von Deichmann für 40, 50, 60 Euro. Weil diese Sohle ist bei den Original-Ugg-Boots aus EVA-Schaum. Das ist massiv. Das ist ultra geil entwickelt. Richtig geil, massiv und hart. Und bei diesen Primark-Schuhen ist das Gummi und hohl und hat Luftdinger drin. Und dann latscht ihr die so blöd ab und dann latscht ihr irgendwann total schief. Und bitte kauft euch keine gefakten oder keine minderwertigen Uggs, Emus, Beerpaws, wie auch immer. Kauft euch anständige Sachen. Würde ich jetzt bei allen Sachen sagen. Ja, wie findet ihr die? Ich finde sie toll. Ich werde sie auf jeden Fall tragen im Herbst und im Winter. Ich werde sie noch imprägnieren. Oh Gott, das Leder ist so perfekt. Keine einzige Narbe, nichts. Es ist einfach wunderschön. Ja, das war mein Unboxing dazu. Ich werde die jetzt gleich wieder einpacken, weil ich jetzt gleich arbeiten muss. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss.